Clementine? Anybody here? Clem? Hm. Keine Spur von Clementine. Was ist das denn? Sieht aus wie eine verschlüsselte Nachricht. Wir werden Detektiv spielen müssen, um herauszufinden, was mit ihr passiert ist. Schau mal. Für B12 und die Katze. Die Antwort liegt in meinen Sachen. Und dann sind da noch 4 Symbole. Es ist mit Clementine unterschrieben. Schau mal. Lavalampe. Irgendein Tisch. Eine Pflanze und... I don't know. Hast du das gefunden? Hm, ich sehe nichts. Bist du sicher? Eigentlich ja schon. Nee, das sind nur normale Möbel. Aber die Lavalampe, oder müssen wir das der Reihe nach machen? Wait. Nummer 1 ist eine Pflanze. Ein bisschen schwierig hier, wenn man solche Pflanzen hat. Hm, was für ein merkwürdiges Ding in einer Wohnung zu haben. So sehen die Gefährten hier die Menschen? Ist irgendwie komisch. Schau, hier wurde etwas hinterlassen. Darauf steht... Kommt in den. Hast du das gefunden? Hm, ich sehe nichts. Bist du sicher? Okay, ist auch nichts. Meine Sensoren können nur harmlose Chemikalien in gasförmigen Zustand erkennen. Sie können das beruhigende Gefühl. Was? Lass ich mich erinnere, nicht wiedergeben. Genau wie ich können Gefährten gar nicht riechen. Also frage ich mich, warum sie das tun. Unter dem Behälter ist auch eine Nachricht versteckt. Sie lautet, ich bin bei. Dieser Edelstein ist von durchschnittlichem Wert und geringer Reinheit. Das Leuchten scheint künstlich hinzugefügt worden zu sein. Vielleicht dient er uns als ein Signal, damit wir etwas Hilfreiches finden. Bingo! Da ist eine Nachricht. Ich glaube, Blazer. Also ich bin bei Blazer. Ich bin bei Blazer. Was stand hier? Kommt in den... Thank you.
Also, Comb haben wir. Das ist eine Teekanne. Und der Edelstein. Die Lavalampe. Und die Pflanze fehlt noch, oder? Was war das Ding hier? Ich bin bei Blazer, kommt den. Hier ist nix. Was ich ein bisschen weird finde. So wird der jetzt den besser. Ich bin bei Blazer. Hier gibt's nichts. Das ist auch nichts. Kommt in den. Das ist Nummer 3. Ich bin bei. Ist Nummer 1. Also dieses komische Ding. Aber dann fehlt doch eine Lavalampe. Ich bin bei Blazer, kommt in den Lavalampe. Also ja, wahrscheinlich ist es doch einfach der Dings-Shop. Der Klamottenladen. Aber trotzdem möchte ich eigentlich alle Hinweise finden, weil es gibt vielleicht ein Achievement oder so. Aber keine Ahnung, welche Lavalampe hier gemeint ist. Die da oben? Die da oben! Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber es leuchtet irgendwie hypnotisierend. Entschuldige, dass ich woanders war. Ich habe diese Nachricht hier gar nicht bemerkt. Sie laut Nachtclub. Ich bin bei Blazer, kommt in der Nacht. Das ist es. Gut gemacht, Lieutenant Katz. Jetzt lass sie uns suchen gehen. Wir haben nicht viel Zeit. Let's go. Das ist nix. In der
den Nachtclub. Was war denn nochmal der Nachtclub? Das war die Bar. Hier ist sonst nichts. Residenz der Landstraße in Nikokurk. Ah, da. Da waren die ja gar nicht drin. Scheiße, ist ein Club. Er ist voller Angeber. Aber wenigstens gibt es dort keine Wächter. Achtung, Groove Levels bei 2%. Bitte es auf einem Tanzplatz suchen. Ich glaube nicht, dass der Türsteher uns reinlassen wird. Hey Leute, ich glaube, wir müssen wieder hinten rumklettern. Ne, das ist nichts für dich. Weg mit dir. Eine Bestechung? Ich lasse mich nicht bestechen. Ich lege Wert auf meine Arbeit. Was ist das überhaupt? Danke für den Hinweis, dass man hinten rumgehen kann. Heißt dann wohl, man kann hier irgendwo rein. Den kennen wir schon. Da oben. Ich arbeite hart, um die Straßen sauber zu halten, nur damit damit andere alles wieder zumüllen. Aber so funktioniert die Welt normal. Wo recht hat, hat er recht. Waren die auch schon vorhin hier? Hallo? Hallo? Tachchen, wie geht's dir heute? Okay. Ja, super, und dir? So kommen wir hier zumindest hinein. Hey, wie bist du hier hochgekommen? Willst du mit uns feiern? Hier, spring rein und hol dir was zu trinken. Nice, danke sehr. Nice one. Hey Gast, der Zugang zum VIP-Balkon ist geschlossen. Dort findet eine Privatveranstaltung statt. Den hat ein Blazer-Typ reserviert, glaube ich. Okay, der ist da oben. Danke für diese gute Info. Ist das nicht im Kind? Ich habe extra bezahlt, um Türsteher die Tanzschritte für heute Abend zu bekommen. Er ist derjenige, der in seiner Freizeit ein Hologramm programmiert. Hologramm? Ah, diese Hologramm. Mach ruhig weiter. Das ist ja crazy. Gefällt dir meine Maske? Ich habe sie selbst gemacht. Sie stört die Scans der Wächter und sie sieht cool aus. Ha! Dieser Club ist scheiße.
Als ich versucht habe, in den blöden VIP-Raum zu gehen, haben sie mich rausgeschmissen. Mich? Kannst du das glauben? Also habe ich diesen Hebel geklaut, nur so zum Spaß. Wenn du ein Dinosaur bist, gebe ich dir diesen blöden Hebel. Ich brauche ihn nicht und ich will auch nicht damit erwischt werden. Okay. Das ist, glaube ich, ziemlich einfach. Einmal nach links, einmal nach links. Dann, da, dam, dam, da, da, dam, dam, da. Das ist der Zegematanz. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Hey Leute, DJ Madkey hier. Dann wollen wir mal die Party steigen lassen. Das erste Lied ist ein Wunsch von unserem sehr fragwürdigen Freund Blazer da drüben. Hebelsockel benutzen. Okay, für den brauchen wir den Hebel, dann können wir die... Ah, jetzt? Oder nicht? Okay, nee. Wir müssen beide auf einmal ausschalten, damit wir das Pult für uns haben. Deshalb brauchen wir einen Drink. Küche. Als ich noch ein Mensch war, feierten meine Freunde und ich bis tief in die Nacht, auch wenn wir am nächsten Morgen die lästigen Konsequenzen zu tragen hatten. Es fühlte sich gut an, Freunde zu haben, trotz der unbewohnbaren Außenwelt und der immer erbärmlicher werdenden Lebensbedingungen hier unten. Und der kapitalistischen Gier von Unternehmen wie dem Nikoko und des Polizeistaates, wenn die Wächter aufgebaut hatten. Jetzt weiß ich wieder, warum wir das getan haben. Ja. Ich glaube, das machen die meisten Leute so. Sich in der Partywelt oder im Suff von der Realität entfernen. Um für kurze Zeit ja, einfach über nichts nachzudenken. Nachdenken zu müssen. Und eine unbeschwerte Zeit zu haben. Ich bin allerdings da nicht so der große Fan davon. Aber muss ja jeder selber wissen. Ja, und gab es glaube ich wohl nur diese Erinnerung. Wie es mir scheint. Sonst gibt es hier nichts. Wieso hat hier Segel seine Anzeige? Ich dachte zuerst, dass hier wäre eine Geschirrspülmaschine. Wir würden jetzt durchgespült werden. Aber zum Glück nicht so. Hallo nochmal, werter Gast. Ich hatte mehr Beschwerden, also nein, wir können die Holotänze nicht aktivieren. Weil irgendein Idiot es lustig fand, einen Hebelgriff zu klauen. Wie auch immer, willst du was trinken? Vorsicht, der hat's in sich.
Dieser Club ist scheiße. Da, bitte sehr. Oh, danke, mein Freund. Bitte sehr, wie versprochen. Thank you very much. Mal sehen, was jetzt passiert. Vielen Dank für den Drink. Viel Spaß. Alles gut? Ich dachte, der Drink hat es in sich. Was mir gerade so auffällt, wie können die eigentlich etwas trinken? Wenn... Wenn ja eigentlich... Die gar keinen Mund haben. Ach, wenn die nach unten schauen. Gut, jetzt können wir die beiden Hologramme ausschalten. Und dann nicht zum Raumschiff gehen. Hallöchen. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu den Wächtern. Ich verstehe nicht, warum sich die Leute so sehr über sie beschweren. Ich glaube nicht, dass es mich interessiert, was du mir hinzugeben hast. Ich habe bereits Zugang zu allem. Lass mich jetzt tanzen, bitte. Hätte ich gerne gewusst, was wir mit dem DJ-Pult machen können. Oh shit. Clementine. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Du bist nicht so schlau, wie du aussiehst, kleine Katze. Wie auch immer, nichts gegen dich. Geschäft ist Geschäft. Geschäft ist Geld. Und Geld ist mir viel wichtiger als Freundschaft oder Kameradschaft. Hier habt ihr sie. Shit. Well, that's a problem.